Und also es gibt auch nicht so viel Geld damit zu machen. Also mit Impfstoffen verdient man sowieso in der Regel nicht viel Geld. Also You've invested $10 billion in vaccinations over the last 2 decades, and you figured out the return on investment for that. And it kind of stunned me. Can you walk us through the math? Over a 20-to-1 return. Impfstoffe, ich bin ja wirklich nicht bekannt als, sagen wir mal, pharmafreundlich. Ich gehöre ja tatsächlich, bin Over a 20-to-1 return. somit, also pharmakritisch in vielen Bereichen auch. Aber in der, also bei der Impf, also Forschung und bei der Impfökonomie, die Pharmafirmen werden mit Impfstoffen nicht reich. Und daher brauchen wir hier tatsächlich auch öffentlich finanzierte Forschung. Over a 20-to-1 return.